Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity. Ja, sorry, der letzte Teil lag eine ganze Weile zurück, also die letzte Folge, weil, wie ich in anderen Videos bereits gesagt hatte, ich privat keine Zeit hatte zum Aufnehmen. Sorry dafür, geht's jetzt heute endlich mal weiter. Und wir gucken, dass wir vorwärts kommen. Also in Richtung Tempel von Hyela. Jo. Sure. Unterwegs werden wir wahrscheinlich einmal rasten müssen. Was uns wahrscheinlich den Rastbonus kosten wird, den wir haben. Aber das dürfte hoffentlich dann kein Problem sein. Erstmal will ich jedoch in die Nordlandschaft-Höhle schauen. Die haben wir ja übersprungen das letzte Mal. Wir haben uns eher hier den Ingvitano-Ruinen um das Problem mit der Expedition gekümmert. Wobei das auch nicht so abgelaufen ist, wie ich es gern gehabt hätte. Wir haben nämlich die Glafantana-Jäger, die Reißzähne, die hier gelagert haben. Und von denen wir ein Päckchen vergessen haben. Mist. Rennen wir noch mal kurz durch. Wir müssen natürlich weiter. Die haben wir leider getötet, weil sie herausgefunden haben, dass wir den Expeditionsleuten, die hier total am Ende waren. Also man hat wirklich gemerkt, dass die Angst hatten, dass die eigentlich nur nach Hause wollten, am Leben bleiben wollten. Dass das keine habsüchtigen Raudis waren. Ah, ein bisschen Geld hatten wir vergessen. Kommt das Inventar? Ja, das Inventar kommt. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte hier oben hin auf die Karte. So. Spiel leckt ein bisschen gerade. Wahrscheinlich war ich das erste Mal seit ein paar Wochen wieder angeworfen habe jetzt. Aber was ich sagen wollte, ja. Wir haben denen geholfen. Das haben die anderen mitgekriegt. Waren stinkig auf uns und wir mussten sie töten. Leider. Aber das haben wir auch erledigt. Jetzt können wir uns erstmal in Ruhe die Nordlandhöhle anschauen. Ja. Das zu Ende bringen und dann sehen wir weiter. Ich frage mich gerade eh, ob es noch Kopfgeldjägeraufträge geben wird. Da wir ja noch solche Gebiete wie die Nordlandschaft hätten, wo wir Aufgaben erfüllen könnten. Also wo sich dann Kopfgelder, so Kreaturen verstecken könnten für Kopfgelder. Könnten sich auch in den Zwillingsulm welche dann verstecken. Wir hatten ja auch schon ein Kopfgeld. In den Katakomben vom Kupferweg in Trutzbucht. Diesen komischen. Ach, nur ein Waldlaurer ist das, wenn es weiter nichts ist. Ah, Pöfgra. Das ist jetzt nicht so cool. How may I help? Okay, die Pöfgra sind im Angriffsreichweite. Haben wir was Cooles, was wir. Die Lanze ist nicht so toll. Führt dazu, dass Feinde im Wirkungsbereich der schlimmsten geschwächt und verschreckt werden. Ja, mach das mal. Hallo. Ja, du bist Alof. Okay, diese Dämonen. Ah, die pfeift gerade nicht. Haben wir irgendwas anderes Böses? Ja, wir hätten hier Fluggeschosse. Oh, Flammenfeuer ist nicht gut. Mach das mal die Pevka weg. So, Pevka ist weg. Und wir können uns jetzt um die Waldlaurer kümmern. Die sind ja zum Glück nicht mehr so das Problem. So. Hast du das schon? Jedenfalls mit denen hier. Hm, Lebensholz. Light, Flame and Sound. Okay, die Höhle ist nicht groß, aber es könnten immer noch Gegner drin sein. Und vielleicht sogar Fallen. Wobei ich das diesem Pevgra nicht gerade zutraue. Hier sind jedenfalls nur Waldlaurer, Erdfäule. Okay, sie scheinen irgendwen anzubieten.
beten. Hagrim, geh mal langsam etwas weiter vor. Ah, so eine Mipprifka. Okay, Durens. Sprich mal eine Segnung. Ihr greift alle diese Mepöfkra an, die ist nämlich irgendwie am stärksten hier. Du machst den da mal auf sie, dass sie weg, dass wir sie schnell töten. Okay, sie ist schnell getötet. Ist Fenris irgendwie... Ah, er ist bewegungsunfähig. Okay, Palegina sieht langsam nicht mehr gut aus. Ah, Itomak ist auch noch bewegungsunfähig, oder war es? Gut. Wir haben ja leider keinen einzigen hier, der... Dings kann. Also eine... Ja. So eine Heilfähigkeit hat, wie Kanna sie hat. Mit der wir Gesundheit heilen können. Das wäre eigentlich gar nicht mal so unpraktisch gewesen. Außergewöhnliche Keule, glafantanische gegen flankierte Ziele. Ist gar nicht mal so schlecht. Trank der Regeneration. So, alles andere kann hier rein. Ist das noch was hier drin? Irgendein Secret? Scheinbar nicht. Gut, dann nehmen wir die Höhle einfach mal als Rastplatz. Gut. Können wir diesen Teil der Nordlandschaft verlassen. Und können gucken, dass wir zum Hyela-Tempel jetzt vorstoßen. Dort sollen wir ja nämlich einen Drachen töten für die Göttin Hyela, dass sie ihren Tempel zurückkriegt. Das ist ja eine Nebenquest, die für die Hauptquest notwendig ist. Ganz nett gemacht. Also ja, gut, wir haben schon für Galloway eigentlich die Nebenquest gemacht, die uns für die Hauptquest dient, aber wenn, dann machen wir alle Nebenquests. Wobei wir ja die für den Eisgott verkackt haben wahrscheinlich, weil wir die Bleichelfen durch den Spalt gelassen haben, anstatt den Spalt zu verschließen. Was echt nicht so klug war. Und ja, unser Rastbonus ist weg. Schade. Aber Palegina mit fast keinen Lebenspunkten mehr war zu kritisch. Und ich wollte nicht zurück in die Stadt jetzt, nur zum Rasten. So. Eine Treppe windet sich die Berge hinauf. Du steigst mühsam höher und höher. Die Aussicht ist beeindruckend. Nach einem kurzen Stück wird dein Fortschritt allerdings unterbrechen. Ein großer Felsen scheint von oben auf den Pfad gefallen zu sein und liegt nun in deinem Weg. Die Gegenduntersuchung haben wir schon gemacht. Der Feld liegt innerhalb an der Felswand, sodass du auf dieser Seite nicht an ihm vorbeigelangst. Auf der anderen Seite des Abhangs ist jedoch gerade genug Platz, um auf die andere Seite zu gelangen. Der Felsen hat bei der Landung jedoch die Stufen darunter zerschlagen. Den Weg mit Hammer und Meißel freiräumen. Den Stein mit Hammer und Meißel zu bearbeiten ist beschwerlich. Du kommst nur langsam voran. Zumal mehrere Teile des Felsen zu hart sind und du anderswo weiterarbeiten musst. Nach einer Weile zahlt sich deine Mühe aus und ein Teil des Felsens bricht ab. Die Steine rollen mit einem lauten Echo den Abhang hinunter. Das Geräusch scheint über dir etwas zu wecken. Ein Schatten kreuzt den Pfad so schnell wie ein Blitz und verschwindet, bevor du erkennen kannst, wer ihn verursacht hat. Du siehst jedoch die rasch immer größer werdenden Umrisse von weiteren Steinen, die von oben auf dich herabgeworfen werden. Ohne zu zögern duckst du dich unter den kleinen Felsvorsprung. Die schlagen hart auf der Erde und springen die Treppe hinab oder fallen in den Abgrund. Nach diesen Mühen setzt du den Aufstieg fort und den Rest der Reise verläuft schließlich ohne Zwischenfälle. Schließlich stehst du am Fuß einer letzten sich windenden Treppe, an deren Ende du die aufragenden Säulen von Hylias Nest siehst. Ja.
Ich habe wirklich bis jetzt noch keinen einzigen in meine Festung eingesperrt, fällt mir gerade so auf. Okay, wir sind am Hyela-Tempel angelangt. Groß ist das Gebiet nicht gerade. Aber ich habe trotzdem ein ungutes Gefühl bei der Sache. Immerhin war von einem Drachen hier die Rede. So ähnlich wie der Glutdrache, den wir bei den Feuerfällen erledigt haben. Oder vielleicht sogar noch was Schlimmeres. Wobei der Glutdrache irgendwie dann doch nicht mehr so der Rede wert war. Ach du meine Güte. Also, hier sind schon mal verkohlte Leichname. Zwar ein ziemliches Dutzend. Die Ränder der Knochen sind brüchig und geschwärzt. Ich glaube, wir haben hier irgendwas aufgeschreckt, als wir uns da mit Hammer und Meißel durchgearbeitet haben. Da ist das Hela-Symbol. Du bist ein normaler Drache, oder? Jetzt geht der Spaß los. Ja, sehr schön. Also den Gipfel erreichst. Was ist das denn? Also den Gipfel des Berges erreichst, bewegt ein Windstoß die Luft. Du hörst ein Geräusch wie flatternde Segel und der Himmel verdunkelt sich kurz. Ein Drache landet vor dir. Der Boden unter deinen Füßen bebt. Er richtet sich zu seiner vollen Größe auf und breitet seine Flügel aus, um dir den Weg zu versperren. Sein Hals, sein Rücken und der Kamm seines Rückgrats sind mit wunderschönen Gefieder belegt. Was ein gefiederter Drache. Er zischt dich an und obwohl das Geräusch keiner Sprache erinnert, die du je gehört hast, ist unverständlich, was die Bestie meint. Unmissverständlich, was die Bestie meint. Vermin invading my nest, threatening my hatchling. You shall feed my young. Ungeziefer, das in mein Nest eindringt, mein Junges bedroht. Er stößt einen Strahl Schwefeldampf aus. Du wirst mein Junges nähern. Ein kleiner Lindwurm kauert in einer Ecke des Tempels hinter dem Drachen. Du hast hier Junges. Die Bestie faucht, Rauch stürmt aus ihren Nüstern. Ich werde meinen letzten Jungen bis zum Tod verteidigen und dieser Tod wird der deine sein, Ungeziefer. Du sollst dir einen anderen Ort für dein Nest suchen. Hyela ist die Köchin der Mutterschaft. End of the sky and all winged creatures. Even my kind know of her. Ein tiefes Grollen entweicht der Kehle des Drachens und er stellt seinen Kamm auf. Und des Himmels und aller geflügelten Kreaturen. Rauchwolken steigen von zwischen den Zähnen der Kreatur auf. Selbst meinesgleichen weiß von ihr. Da solltest du ihren Rippel respektieren und gehen. Bist du deswegen gekommen? My kind requires territory. Few places are safe for our young. This is a lesson that cost me the rest of my brood. Der Drache lässt seine federbesetzte Schwanzspitze zucken. Ich bin gekommen, um mein verbleibendes Junges zu beschützen. Meinesgleichen braucht ein Revier. Wenige Orte sind für unsere Jungen sicher. Der Drache lässt eine gespaltene Zunge über Zähne gleiten, die so groß sind wie Kurzschwerter. Ein Stück Fleisch hängt zwischen zwei seiner Eckzähne. Diese Lektion hat mich den Rest meiner Brut gekostet. Du und dein Junges, ihr werdet viele töten, wenn ihr hier bleibt. Ihr müsst gehen. Die Hitze des Drachenbrüls versenkt dein Gesicht. Er schlägt aus ein Wirbel von Schuppen und Federn. Toll, ich wollte den eigentlich gar nicht unbedingt töten. Was können wir denn auf den zaubern? Machen wir das mal. Durens. Mach du auch mal was Cooles. Jetzt, wo wir was machen können. Gebet gegen Hinterlist. Geringe Fürbitte. Kunde Gläubige. Nein. Lang. Verbrennungsschaden? Nö. Ich hätte gerne irgendwas auf Abwehr, Einkerkerung, Säulen des heiligen Feuers. Segen der Champion. Ja, das klingt gut.
Mana! Ich will den Turm eigentlich klar nicht töten. Au. Au. What?